Schlecht, wenn der Schlüssel im Koffer ist, der sich im Kofferraum befindet. Sebastian, geht's dir besser? Ein bisschen. Scheiße, kein Leben. Das ganze Auto kann leben, ne? Und wir kommen ordentlich nach Hause. Willkommen in Frankfurt. Das ist die Festivaldusche, die ultimative Festivaldusche. Ja, hinter uns liegen knapp 500 Kilometer. Es war ein heißer Ritt, deswegen ist die Frau Hasenzahn etwas verschwitzt. Ach Mensch, das liegt an dem heißen Typen hier neben mir. Oder so. Meistens mich. Ja, genau. Und weil wir beim Thema heiße Typen sind, wir haben noch jemand anderes an Bord. Den kennt ihr noch. Ja, aus Rostock müsstet ihr den noch. Die Mauer muss weg. Genau. Ja. Wir sind im Westen. Boah, wir sind im Westen! Dieses Video ist gut, also aber es ist nicht schön. So, ich würde sagen, wir checken jetzt mal unsere Tickets und dann gucken wir mal, was es so geht. Dann gucken wir mal, was so geht. In Frankfurt am Main. Es ist schon mal mega warm. Sebastian, zieht dir deine Jacke aus. Den jungen Mann kennt ihr noch aus Folge
Jetzt müsste man wissen, welche Folge das war, genau. Welche Folge war das? Das war die Kraftwerk-Folge. Du musst reinschneiden. Ich sag einfach alle Zahlen und du musst reinschneiden. 28, 44, nee, nee, nee. 148. Das war später, das war eine der ersten Folgen dieses Jahres. Da hatten wir der Marv, der junge Herr, für die, die es nicht erkannt haben, den hatten wir im Interview. Die Folge von damals ist, wenn ich eine Hand frei hätte, würde ich es euch zeigen, ist hier verlinkt. Da. Ich hätte es auch machen können. Da ist verlinkt. Also wer da Wissenslücken schließen möchte, der kann das gern tun. Wir bringen den Marv jetzt nach Göttingen. Göttingen, weil Göttingen liegt auf dem Weg nach Aschersleben. Da ist heute unsere zweite Station der große Soundplayers B-Day. 10 Jahre sind die zwei schon alt geworden. Die sind schon 3 Jahre älter als wir. Ja. Wir müssen uns noch ein Geburtstagsgeschenk für die zwei organisieren. Weil erstens hatten wir es ein bisschen vergessen und zweitens wäre es eh nicht gegangen, weil Kühlkette etc. Deswegen schauen wir da mal, was wir noch so ergattern können und machen uns auf den Weg. Wir klauen einfach die Torte von Steve Aoki. Genau. Das ist eine gute Idee. Ja, ich habe nur gute Ideen. Taschentuch. Ist so traurig. Nee, meine Augen tränen jetzt. Hat jemand ein Taschentuch oder so? Sei nicht traurig. Weißt du, ich bin nur auf einem Auge traurig. Wein doch nicht. Oh, doch, es ist so schnell vorbei. Oh, Leute, ey. Du hast sie traurig gemacht. Ja. Sorry. Oh, meine Güte. Aber das ist nicht so traurig wie die Leute da alle vom Dixi-Klo. Warten die, dass sie dran sind? Ja. Gehen die nicht hier oben auf die Toilette? Ja, weil sie lieber aufs Dixi-Klo gehen. Ey, da oben waren die Toiletten voll sauber, ne? Bei den Mädels. Aber campen die da, oder? Zwischen den Toiletten. Ja. Die campen zwischen den Vielleicht Toiletten. Vielleicht mögen sie auch den Geruch so gerne. Das ist bei mir hier. Dixie Stage. Vielleicht kann man high werden, wenn man den Look. Also ich sage dir, das ist die Dixie Stage. Ja. Hi, willkommen beim Hochhaltstätig-Kurbuch. Heute mit der DJ Brause. DJ Brose. Von Tasmin und Julia. AKA, genau. Das gab es zum 7-Jährigen. Klingt übelst lecker. Wir machen uns Geschmackstest. Stephanie hat schon? Ich hab schon. Nicht ganz so sauer, aber lecker. Unser Gast muss auch noch mit abstimmen. Marv, willst du auch mal DJ Brause kosten? Aber nicht, dass ich nicht schlafen kann, wenn ich die will. Ja, das ist purer EDM. Ja, schmeckt wie EDM, oder? Ich würde sagen, das gibt einen hochanständigen Daumen. Nach oben. Nach oben. Natürlich. Nach oben. Von hinten. Vielleicht zwei. Von hinten und auch von mir. Aber so, genau. Perfekt. Danke an euch, Mädels. Danke, danke, danke. Wir gehen heute nicht auflegen. Tut mir leid. Der Fernseher übt eine unglaubliche Anziehung auf Tiffy Hasenzahn aus. Was ist da nur los? Was ist da nur los? Backstreet's back. Oh, yeah. Die regelmäßigen Zuschauer können wahrscheinlich nachvollziehen, was jetzt hier gerade passiert. Hallo, Backstreet Boys Dokumentation. Leute. Ich bin wieder 12, von wegen 30. Ich bin wieder 12. Incomplete. Ja.
Halt, stopp. Wir machen das jetzt mal ganz unkonventionell. Die Frage der Woche wird uns nicht geschrieben, die Frage der Woche wird uns heute live gestellt. Sebastian, sagst du es bitte kurz? Ich bin nervös. Was kommt jetzt? Es folgt die Frage der Woche. Die Frage der Woche lautet? Ja, und zwar wollte ich immer schon mal wissen, probt ihr eure ganzen Sets oder macht ihr das so spontan oder trefft ihr euch da einmal eine Woche oder zweimal und macht da irgendwas Verrücktes? Oder? Also der Sebastian und ich, wir können uns eigentlich überhaupt nie leiden und deswegen sehen wir uns eigentlich immer bloß zu den Gigs. Jetzt ist es ja. Ja. Das war die Antwort zur Frage der Woche. Die ist ja mega unbefriedigend, die Antwort. Nein, wir proben nicht. Nee, wir proben aber nicht. Das kommt, learning alles, by doing. Ja, das wird einfach wie live. Das wird mit I. Learning by, ach, was? Improvisiert. Ach so. Improvisiert. Ah. Wir sind Profis, das kann man einfach. Individuell. Aber ich habe ganz früher hab ich ganz viel gelernt. Habe ich immer geübt. Wo ganz am Anfang. Miss Swan warst. Naja, wo wir angefangen haben bei Suchanständig, nicht. Da habe ich geübt. Hattest du eigentlich auch so eine Art Vorkünstlernamen? Das ist, haha, jetzt kommt's. Das wer das weiß, der schreibt das bitte unten in die Kommentare und der kriegt eine CD. Ah, da muss ich muss mal recherchieren. Muss ich bei Google mal gucken. Es gibt sogar noch eine Facebook-Seite. Es gibt sogar noch eine Facebook-Seite. Das habe ich vorhin bei dir auf dem iPhone gesehen, dass es noch eine Facebook-Seite gibt. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Tiffy war auch erstaunt, wo ich gedacht habe, ich war nicht bei Facebook. Ich weiß, das ist was, du bist nicht bei Facebook? Was? Du bist nicht bei Facebook? Aber man wird echt gesünder. Ja, finde ich auch. Die meisten Sachen, die du suchst, die findest du auf MySpace. Das war die Frage der Woche. Wir können uns zu Lagerungen in die Sauna gehen. Stephanie, Sebastian. Bist du zufrieden mit deiner Performance? Nein. Nein? Nein. Warum? Damit die Füße wehtun. Ich kann nicht mal laufen, mir tut alles weh. Also die Füße fallen. Aber wie zufrieden bist du mit deiner Performance von heute? Naja, ich konnte ja nie richtig upraven. Also kann ich nie 100% zufrieden sein. Stephanie hat heute nur befriedigend abgeliefert. Entnehme ich diese Aussage. Ja. Also musikalisch war das wieder top. Aber tänzerischer muss ich. Kannst du ja froh sein, dass du heute als DJ und nicht als Dancing Act gebucht wurdest. Ja. Ich würde sagen, wir beenden diese hoch anstrengende Nacht und sehen uns beim Frühstück. Beim Frühstück in. Zu wenig Stunden, eindeutig zu wenig Stunden. Stephanie, 10:30 beim Frühstück. Oh, ich hasse dich. Ich habe die Zeit nie gemacht. 10:30 beim Frühstück. Ja. Und ob die Stephanie pünktlich ist. Das seht ihr jetzt. Fisch. Tada. Guten Morgen. Sie hat es geschafft. Schafft. Schaff's immer. So, ihr seht uns an, wir sind etwas, aber auch nur etwas hoch im Arsch. Es reicht für dieses Wochenende, würde ich sagen. Das hat jetzt aber eine Weile gedauert. Ich dachte, du willst noch was sagen. Weil das ich hab gedacht, du willst noch was sagen. Ja, dann kriegst du wieder einen Rüffel. Also Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Eine Stunde schlafen mindestens nochmal. Damit auch wir den Sonntag noch genießen können. Aber so hast mal deinen Korb hier. Nein. So, unsere Abreise verzögert sich doch etwas länger. Ich habe gerade gesagt, ganz schnell nach Hause. Ganz schnell nach Hause war der ursprüngliche Plan. Ganz schnell nach Hause. Ich kann es ja nochmal simulieren. Wir hatten jetzt in der Aufregung vergessen, an euch zu denken. Also hier waren wir schon mal. So, dann passierte das. Schlecht, wenn der Schlüssel im Koffer ist, der sich im Kofferraum befindet. Das heißt, wir warten jetzt auf die netten Jungs und Mädels vom ADAC. Und dann geht's nach Hause und die Zwischenzeit können wir jetzt nutzen. Stephanie, ihr möchtet noch was zum gestrigen Abend sagen? Ich habe mir ganz schön die Füße zertanzt. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich bin völlig hinüber. Hintergrundinfo dazu ist, dass die
Bässe wahrscheinlich unter der Bühne waren. Das heißt, die Bühne hatte eine konstante Vibrationsfunktion. Ja, dass ich einen halben Meter immer höher gesprungen bin. Und mir ging es hauptsächlich auf die Ohren und der Stephanie hauptsächlich auf die Füße. Ja, aber ich glaube, mir ging der ganze Tag gestern auf die Füße. Man hatte uns ja auch noch fälschlicherweise um das ganze Stadion drumherum geschickt gestern bei der Abreise. Und ich hab's gesagt. Eine Fehlinformation. Ich wusste den richtigen Weg. Tja, so ist das. Gut. Wenn man nicht auf die Frauen hört. Männer, hört auf die Frauen. Es war wieder ein sehr intensives Wochenende. Und wie vergangene Woche war es eine Doppelfolge. Und mich würde mal interessieren, was ihr besser findet. Sollen wir die Wochenenden für Wochenenden teilen, so wie das in den vergangenen Episoden der Fall war? Oder wäre es euch lieber, wenn wir Gig pro Gig irgendwie eine Folge machen, dass es ein bisschen kürzer wird? Oder sollen wir allgemein kürzer oder allgemein länger? Könnt ihr da mal sagen, was euch gefällt? Das wäre sehr interessant. Und da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir verratet, was euer Herz dazu sagt. So. So ist das, wenn man auf dem ADAC warten muss. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Da sind wir beim Glow Festival. Wir hatten schon uns zwei oder drei Glow Festival Warm-Up Tour Gigs. Und jetzt nächste Woche der ultimative Showdown. Beim Glow Festival direkt. In Benzin war das, ne? Bei Lübs, wo das Lübser herkommt. War das nicht Gritzo? Der Ort. Irgendwo ich dort. Ich weiß es nicht. Irgendwo, wo Lübser herkommt. Das weiß ich noch. Na da. Es kann sein, dass unter Umständen, dass es dazu keinen Vlog geben wird. Ja, wir sind nämlich ganz viel auf Tour. Und ja, auch wir wissen irgendwann nicht mehr, wann wir das noch bewerkstelligen sollen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich eine kleine Pause einlegen. Wir werden gucken, ob es dieses Mal der Netzgott gut mit uns meint. Und wir vielleicht ein kleines Live-Video machen können. Einige wünschen sich das ja. Und ja, es ist halt immer abhängig vom Netz, wie viele Leute da sind und ja. Also nicht, wie viele Leute da sind, damit nein, schön nein, aussieht, nein, wegen Netz. Sondern damit Gesundheit. Wie sehr, ich hab's noch benießt. Damit ihr auch flüssige Bilder bekommt. Genau, es bringt ja nichts, wenn wir euch eine abgehackte Party zu schicken, raus in die Welt. Nee, das wäre nichts. Nein, das wäre nichts. So, ich hoffe, bis dahin sind meine Füße wieder völlig in Ordnung. Ach nee, Sebastian, wir müssen ja am Mittwoch auch noch 5 Kilometer laufen. Stimmt, da war ja noch was. Ja. Mittwoch sehen wir uns in Dresden wieder bei der 2016er Rewe Team Challenge. Ja, und wir haben uns überlegt, weil wir so sportlich sind, gut, für den Sebastian ist das ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich freue mich auf die 5 Kilometer. Und ja, wir sind also hochrechtlich mit dabei. Wenn ihr Lust habt, 20 Uhr ist bei uns der Start. Und ich denke mal, der erste von uns trudelt so Richtung 20 Uhr, 20, 25, so dazwischen Dynamo-Stadion ein. Und ja, der Rest dann so gegen 20.30 Uhr oder danach. Sportfrei, sage ich dann. Wer Lust hat, komm gucken. Man sieht uns an den hochanständigen Niggis. Genau. Oder an seinem grünen Kopf. Mal sehen. Grün oder rot, je nach Aggregatzustand. Genau, genau. So. Also dann, liebe Leute. Ich muss ins Bett. Aber ich auch. Lass mal warten. Schöne Scheiße. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schnell. Schöne Scheiße. So ist das mit diesem neumodischen Quatsch. Da macht sich das Auto einfach selber zu. Lasst einen Daumen da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim Glow Festival. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Jedes Mal bin ich ja der hier durch das grüne Getränk gezogen wird. Das ist der Green Zap.